Hallo Welt, da sind wir wieder. Und ich bin dafür, wir sprechen hier erstmal mit Armin Arenas. Mit Roosevelt würde die Mission nie abgeschlossen werden. Ja, keine Ahnung. Und was willst du jetzt mit den Notizen machen? Ich war in der Anlage. Arbeiten wir zusammen? Das könnte ein Fehler sein. Da draußen in den besiedelten Systemen könnten diese Klone auf ungeahnte Probleme stoßen. Aber das wird sich wohl zeigen. Was ist das? Diese Dokumente sind faszinierend und frustrieren mich. Ich habe viele Fragen. Aber erstmal müssen wir den Überbrückungscode finden, um den Rest der Anlage zu öffnen. So etwas gibt es im Crucible nicht. Das weiß ich. Und auf der Beagle? Dort finden wir bestimmt den Schlüssel. Ja, was denkst du über die Anlage? Dort haben wir ursprünglich gelebt. Wären wir da geblieben und hätten gelernt, hätten einige von uns sie sicherlich schon verlassen dürfen. Aber Genghis hat sie mit seinen Bomben beschädigt. Und davon hat sie sich nicht erholt. Wir müssen die Anlage reparieren. Vielleicht ist er hier versteckt. Viele sind besessen vom Mysterium der Anlage. Nein, jemand hätte ihn schon finden müssen. Die Beagle ist der Schlüssel. Und ich weiß, wen du fragen musst. Ada Lovelace hält nichts von Politik. Aber das hier ist viel zu verlockend. Sie wird uns helfen. Wenn jemand die Beagle finden kann, dann sie. Aha. Ah ja, okay. Guten Tag. Zum Glück bist du ja nicht weit weg. Also kamen wir wirklich von einem Raumschiff. Und es gibt noch ein anderes. Warum haben die Beagle und Galatea sich getrennt? Aber das kommt später. Erst müssen wir sie finden. Sie ist nicht in diesem Sternsystem. Sonst hätte ich sie entdeckt. Woher weißt du, dass die Beagle nicht hier im System ist? Ich studiere seit Jahren Himmelskörper. Keine Spur von einem Raumschiff hier oder im Orbit anderer Planeten. Och, es muss doch einen Weg geben, die Beagle zu finden. Das Radioteleskop wird jeden Morgen auf eine Standardposition zurückgesetzt. Ich habe mich immer gewundert, warum es auf Bell 5 ausgerichtet ist. Frustrierend. Aber vielleicht sucht die Anlage nach ihrer Schwester. Ja, klingt logisch. Ich kann dir die Koordinaten schicken. Das Bell-System ist in der Nähe. Die Anlage kommuniziert auf einer sicheren Frequenz. Stell sie ein, wenn du ankommst. Okay, erkunde Bell 5. Du bist nicht so einverstanden damit, oder? Was wir hier gemacht haben. Aber du bist auch nicht ganz abgeneigt. Du bist auch neugierig und willst wissen, was da passiert. So, ja, du nicht. Was? So, wir nehmen dich. Ich hatte manchmal Sorge. Wir wären der letzte Rest der Menschheit. Ja, du kommst mal mit. Willst du nicht? Nein. Sie fühlt sich an wie eine. Sie hat so viel. Bis zum nächsten Mal. Ja, irgendwie kann ich dich nicht mitnehmen. Tut mir leid. Ich hoffe, deine Ankunft sorgt nicht für mehr Gewalt. Das war's dann wohl. Warum vertragen die Gesellschaften sich nicht? Das möchte ich auch mal gerne wissen. Ob das mal eine gute Idee ist jetzt mit ihr? Ich würde mit Genghis Khan erst versuchen. Aber sie hat vor, alle rauszubringen, aber Genghis Khan auch. Roosevelt will ja, dass sie weiter eingesperrt bleiben. Ja, okay. Irgendwo hat er natürlich recht, aber ach. Die werden das schon schaffen. Die werden schon keinen Blödsinn machen. Die werden schon, wenn die da rauskommen und sagen so, oh, ich bin viel intelligenter als all die anderen Menschen, ihr seid nicht würdig und so. Dann kommen erstmal die Leute mit der Hab-Dich-Lieb-Weste und dann können sie sich erstmal so ein paar Jahre selbst umarmen. Ja. Da wird schon nichts passieren. Die werden schon wach dann. Aber die ganze Zeit eingesperrt. Danke für das nette Gespräch. Ja, aber auf der anderen Seite kennen die ja nichts anderes.
Und teilweise sind die ja richtig gefährlich. Also sie ist ja überzeugt davon, dass sie... Das ist ja nicht gut. Sie ist ja überzeugt davon, dass sie nicht... Dass sie... Irgendwie die Dings ist. Wisst ihr? Die von Kusch. Na, guck mal einer an, da kommen wir sowieso nicht hin. Die letzten Meter würden wir schaffen. Aber diese Strecke können wir irgendwie nicht überwinden. Unerforschte Route. Ach so, wir sind... Ah, okay, dann dahin reisen. Nee, Moment, da sind wir doch. Dahin reisen. Ganz genau, Sprung. Grafsprung beendet. Barer-System, ganz schön viel Schrott hier fliegt rum. Ach, wir haben wieder was entdeckt, oder? Dann müssen wir doch mal scannen, was hier so zu finden ist. Oh! Viel Eisen. Sehr viel Eisen. Gutes Eisen. Gut, gut, gut. Extreme Umgebung, aber... Merkwürdig. Jetzt kommen wir hin. Grafantrieb fährt herunter. Systeme okay. Okay. Helium 3. Oh gut. Helium 3 und Ferrum. Ist gar nicht möglich hier. Wo geht's hin? Irgendwie Signalstandort hierhin. Da bin ich bereits. Also ist das Signal nicht auf dem Planeten zu suchen. Sichere Frequenz scannen. Dieses alte Navigationssignal ist zwar in einem schlechten Zustand, enthält aber noch den vorgesehenen Flugplan der Beagle. Der nächste geplante Stopp nach Abel 5 ist Selasny. Was heißt denn das? Oh, können wir da nicht andocken? Also auf nach Selasny, oder? Uns ja ganz schön weit. Al-Battani. Gut, dass wir so ein schnelles Raumschiff haben jetzt. Sprung abgeschlossen. Antrieb wieder normal.
Albatani 2. Kupfer. Blei. Und Nickel. Extreme Umgebung schon wieder. Okay, von da geht's dann weiter nach... Ja, nach Rivera zum Beispiel. Geht's nicht hier hin? Ich fühle mich auch so nicht. Hast du irgendwas Interessantes gehört? New Homestead soll wohl eine Reise wert sein. Man sieht dort, wie die Leute in den 2100ern überlebt haben. Keine Ahnung, wen sowas interessiert, aber du hast gefragt. Okay. Ihr seid also Siedler? Wie ist das so? Du wärst überrascht, wie beliebt das langsam wird. Es gibt sogar eine Organisation für uns unabhängige Siedler. Eine Gruppe namens Liz. Oh. Werd mich vielleicht anmelden. Etwas zusätzliche Hilfe schadet nie. Piraterie? Ich will alles, was im Frachtraum ist, und zwar sofort. Oh nein. Handeln wir? Kann dir wahrscheinlich helfen. Ah! Was war das? Schiffsteile. Können wir kaufen, oder? Ressourcen. Batterie, Kupfer. Oh, 22 Kupfer hat sie auch. Verkaufen. Kleidung? Nein. Werfbare Items? Was Sonstiges? Pfefferstreuer. Ja, den haben wir gerettet. Von unten. Ich wollte mir den mal angucken. Ja, schön. Jetzt sehe ich ihn und finde den schön. Und den Salzstreuer hier auch. Ja, reicht. Wir wollen ja was bauen mal. Okay, danke. Sonst alles in Ordnung? Sonst was Interessantes gehört? Hab mir überlegt, beim Red Mile Run mitzumachen, drüben auf Purima 3, um ein paar Credits zu gewinnen. Aber dann ist mir wieder eingefallen, wie gerne ich lebe. Okay. Ja, dann auf Wiedersehen. Vorher haben wir schon mit der Tempo. Ich habe doch angehalten vorhin. Also, nochmal. Das geht nicht. Okay, versuchen wir es nochmal. Auswählen. Es geht nicht. Kommen wir vielleicht vom Porima dahin?
Schiffs im Orbit und möchten diese Angelegenheit gerne diskret regeln. Falls du uns helfen kannst und willst, komm bitte möglichst schnell ins Sicherheitsbüro von Paradiso. Ende der Durchsage. Ja, was ist denn das für ein großes Schiff? Was? Die Verbindung bricht ab. Versuch es bitte auf einem anderen Kanal. Hä? Bitte wiederholen. Okay, hallo? Hier spricht Anastasia Lucretia. Stimmt was nicht, braucht ihr Hilfe? Ist bei eurem Comm-System vielleicht was kaputt? Ich verstehe euch nicht, hört ihr mich? Ja, das funktioniert wohl nicht. Ich werde sehen, ob ich andocken kann, damit wir an Bord reden können. Ja, das ist ja mal spannend jetzt. In der nächsten Folge werden wir da mal an Bord gehen. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Ja, in dieser Folge... Die Luftschleuse ist intakt. In dieser Folge haben wir gemerkt, dass es gar nicht so einfach ist, in unbekannte Systeme aufzubrechen. Und wir haben angefangen, die Beagle zu suchen. Ob das ein Hund ist oder ein Raumschiff, wir werden es sehen. Aber nicht mehr in dieser Folge. Daumen hoch für euch. Macht es gut. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.